Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, es ist 4 Uhr, ich bin seit immer noch wach, das ist vielleicht nicht gerade so gut, aber ich hatte gerade einfach Bock, noch ein neues Video zu machen. Und zwar, ja, ich weiß, es interessiert nicht so viele, aber wie gesagt, das ist mir eigentlich egal, weil demnach dürfte ich, weil wenn ich alles aufhören würde, was niemanden interessiert, dann würde ich wahrscheinlich dann aufhören. Egal, ich mache jetzt ein neues Telonym beantworten Video. Ich beantworte wieder meine Tells. Obwohl es einen kleinen Fehler gibt, der mir erst aufgefallen ist. Bei der Nummer 5. Also das gesamte Video über hat eigentlich einen riesigen Fehler. Der aber jetzt auch nicht so schlimm ist. Also an sich. Und zwar, also wie gesagt, ich habe jetzt hier meinen neuen, also diesen neueren Laptop, den habe ich ja schon seit einigen Wochen. Oder seit einem Monat oder so. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich den schon habe. Seit 2 Monaten. Okay, auf jeden Fall, ich habe bis heute noch nicht viele Sachen eingerichtet, wie zum Beispiel die Sachen mit der Telonym beantworten. In meinen neuesten Videos ist es ja so, dass ich hier mal den Kommentar eingeblendet habe. In meinen ersten Videos zum Beispiel habe ich ja von meinem Handy vorgelesen. Und mittlerweile eben, dass auch die Leute die Kommentare sehen, das eben so gemacht. So. Dafür muss ich mich natürlich so oder so in Telonym anmelden, um dann meine Tells zu sehen. Und hier kommt's. Ich habe mich angemeldet, habe dann eben die Telonyms und so genommen. Und später habe ich gemerkt, oh, das ist ja gar nicht mein neuerer Account. Ich habe mir anscheinend irgendwann mal vor einigen Jahren irgendwie so ein Account irgendwas halt gemacht. Ne? Da heißt auch nur User irgendwas. Irgendwelche Zahlenreihen halt. Und das Ding ist, dort habe ich jetzt die ganzen Tells gemacht. Erst ab der Nummer 5. Ist mir euch dann aufgefallen? Ja. Das ist nicht so gut. Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist okay. Es ist ehrlich gesagt okay. Auch so aufgrund einen einzigen Grund. Ich habe dann geguckt, wieder auf meine Account-Gewichtung gesehen, oh, ich hätte ja gar nicht mal so viele Tells, um das zu machen. Egal. Fangen wir an. Mit dem ersten. Was ist deine Meinung zu Apple? Okay, erstens an sich natürlich wäre es was passend für ein Meinungsvideo. Spaß. Nee, weil das Ding ist, an sich kann ich keine Meinung zu Apple haben. Grund dafür ist, mein Handy ist ein Vico. Zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen. Das hat Android. Mein Laptop hat Windows. Und mein Fernseher ist Toshiba. Toshiba. Und ist nicht. Und ich habe nichts von Apple. Ich hatte auch noch nie Apple-Produkte oder sonst irgendwas. Nein. Deshalb kann ich an sich keine Meinung zu Apple haben, weil. Ne? Sorry. Dort muss ich mich an sich enthalten. Weil. Wie gesagt, ich habe bisher keine Meinung dazu. Ich habe jetzt persönlich nicht so negative Sachen gehört. Ja. Auch wenn ich ja solche krass finde an sich, dass es ja das Gerücht umgeht, also habe ich zumindest mal gehört im Internet mehrfach, dass Leute sagen, dass Apple Disney kaufen würde. Aber auch das kann man nie betrachten, wie man will. Weil ich meine, um mal das so zu nennen, vielleicht würde es besser laufen. Also vielleicht würde Disney dann wieder besser laufen. Oder aber es würde dann komplett vor die Hunde gehen. Was ich wahrscheinlich eher denke. Aber, es hat so bestimmte Gründe. Aber muss es nicht, wie gesagt. Aber ansonsten, wie gesagt, Apple-Produkte, so wie iPhone oder was ist sonst, habe ich nicht. Ich habe auch keinen Streaming-Dienst von Apple, dieses Apple TV oder wie man das nennt. Habe ich nicht. Und deshalb, nächste Frage. Würdest du deine Nase operieren lassen, ne? Und warum? Ja. Allerdings nicht, also jetzt nicht irgendwelche Schönheits-OPs. Da müsste ich ganz woanders anfangen. Also allein schon mal hier. Achso. Nein.
Geschichte. Als ich 9 Jahre alt war, hatte ich eine Schlägerei. Und das war so, dass der Typ mir volle Kanne einer ins Gesicht geschlagen hat, dass mir seitdem immer noch ab und zu die Nase ein bisschen zieht. Weshalb ich ab und zu so mache. Oder mir irgendwie so, oder die Nase irgendwie so reinpresse. Und ja, wenn ich irgendwann das Geld für so eine OP hätte, eventuell, wie gesagt, wenn nicht, dann halt nicht. Das ist nicht irgendwas, was mich an sich so stört. Also teilweise. Ich meine, ich bin es an sich gewohnt, dass ich hier meine Nase wie hochziehen muss. Mhm. Aber ansonsten, ja, würde ich mir gerne die Nase wieder richtig richten lassen. Erstmal würde ich überhaupt gucken, natürlich gucken lassen, ob da überhaupt wirklich etwas kaputt ist. Weil, keine Ahnung. Ich weiß halt nur, ich habe da richtig einen ins Gesicht bekommen. Ich habe auch dann Stunden, ich hatte da stundenlang geblutet, das weiß ich bis heute noch. Und wie gesagt, seitdem muss ich eben die, ja. So. Dann die nächste Frage. Was nehmen deine Freunde an dir irgendwie nicht wahr? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Kann ich gerade nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Nächste Frage. Warum finden Frauen oft Männer attraktiv, die sie schlecht behandeln? Erstens, ich habe keine Ahnung, ich bin keine Frau, ich bin ein Mann. Deshalb kann ich das nicht genau sagen. Ich meine, ja, mir ist es auch selber irgendwie aufgefallen, dass es tatsächlich teilweise der Fall ist. Nicht immer, aber viel. Also, ich sag's zum Beispiel mal so. Also an sich zu Frauen gegenüber nett. Ich bin auch zu Männern gegenüber nett, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ich bin nicht irgend so einer, der schlecht behandeln tut oder so. Und deshalb lande ich ständig in der Friendzone. Ja, also ich bin ganz ehrlich und ich bin 23. Ich hatte bisher noch nie eine Beziehung gehabt. Außer halt irgendwelche von ihnen ausgesehen Fake-Beziehungen aus dem Internet. Aber erstens, weil es halt nur aus dem Internet waren und zweitens, weil es halt Fake waren, zähle ich diese nicht wirklich dazu. Vor allem, weil es kam nie zu irgendeinem Treffen oder sonst irgendwas. Ja, das heißt, ich wurde auch noch nie geküsst oder sonst was. Traurig. Natürlich, es erklärt natürlich jetzt nicht das ganze Ding, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Theorie ist vielleicht, dass es halt so ist, dass Frauen an sich halt so viele Komplimente von Männern bekommen, weil Männer umschwärmen Frauen. Das, ne, sie, Leute, geht mal irgendwie auf Instagram oder auf TikTok und geht und sucht euch irgendeine Frau raus, egal welche. Sie muss ihr Profil aber offen haben. Dann geht auf einen ihrer Bilder und checkt die Kommentare ab. Die Männer umwerfen sie. Und dadurch natürlich ändert sich vielleicht das Verhalten der Frau, weil das für sie Standard ist. Und natürlich, wenn dann halt ein netter Junge kommt, der wirkt dann langweilig. Weil, was will sie von dem? Weil sie kriegt hunderttausende Komplimente am Tag. Viele sind zu ihr nett. Dann ist es vielleicht logischer, dass sie dadurch eher jemanden nimmt, der sie schlecht behandelt, weil der dann anders ist. Auch wenn das, auch wenn er diese dann verletzt und sie dann sagt, ja, alle Männer sind gleich.
Nein. Nein. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Nicht alle sind gleich. Auch nicht alle Frauen sind gleich. Möchte ich nur schon mal hier weg sagen. Das höre ich mich auch übrigens des Öfteren. Das wurde mir auch schon vorgeworfen, dass alle Männer scheiße sind. Und ich sage so, also bin ich jetzt eine Frau oder was? Also, ne? Okay. Ja, weißt du, hatte ich mal so, ich mir an sich wirklich letztes Gespräch und so. Und sie sagt dann plötzlich, ja, irgendwie alle Männer sind scheiße. Ich so, ja, was, bin ich jetzt eine Frau oder was? Weil ich war nicht so der Scheiße. Aber, okay. Aber, wie gesagt, auf jeden Fall, das ist eine Vermutung. Das mit dem Ding. Ich meine, es ist plausibel, wie gesagt. Wie gesagt, checkt mal die Instagram oder auch, oder wenn man so die TikToks Kommentare von irgendwelchen Frauen, wie gesagt, egal welche. Da sind Hunderttausende von Männern und fast alle sagen dasselbe und umwerfen diese. Ja. So, last but not least, das letzte Ding. Wäre es für dich schlimm, wenn sich jemand die Fotos auf deinem Handy anschauen würde? Wenn ja, wieso? Und ja, das ist vor 21 Tagen. Egal. Ist egal. Ist egal. Das ist egal, Leute. Scheißegal. Das ist egal. Okay. Dann. Also, ihr könnt nur sagen: Nein. Warum? Alter, ich hab hier nichts zu verbergen. Weil derjenige, der eben auf meinem Handy nachgucken würde, ja, der würde eh noch sowas finden. Das ist Roblox-Kirmes. Also ja, so Roblox-Kirmes halt, weil, ne. Aber auch viel davon. Bilder von Kirmesbooten, die baue ich dann später in Roblox nämlich um. Das Bild kann ich nämlich nehmen, hier ausschneiden und alles drumherum transparent machen und dann kann ich daraus eine Kirmesbude bauen. Ja. Dann sind da auch zahlreiche Memes drauf und sonst und sonstiges halt. Also wie gesagt, an sich nichts, was ich verbergen müsste. Ja. Ja, da habe ich zum Beispiel das da. Und natürlich hier ich weiß nicht, soll ich das hier zeigen? Ich meine, ich werde davon nicht gesperrt, aber es könnte mich blöd darstellen. Bestes, okay, egal, ich mach bestes Meme ever, ne? Ich möchte so sagen, ich hab's mit Absicht gemacht, ne? Mit Absicht. Ja, ich hab schon einen Knall. Ja. Und auf jeden Fall solche Sachen habe ich dann auf dem Laptop, auf dem Handy. Also nichts, was ich an sich zu verbergen habe. Also wie gesagt, die Person würde eigentlich fast nur Roblox-Sachen so sehen. Oder halt irgendwelche Memes. Oder einfach nur Bilder von mir. Oder halt Bilder, wenn ich unterwegs bin. Oder Kirmesbilder. Also, ne? Ja. Auf jeden Fall, das war's mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, könnt ihr mir gerne ein fettes Like da lassen. So fett wie mein Daumen. Und gerne auch ein Abo. Richtig puncht auf das Ding. Und vor allem drückt auf die Glocke, damit ihr nicht inaktiv werdet.
so gibt er diesem Kanal ja auch noch ein bisschen eine Chance. So, eventuell. Und vor allem, du. Ja, genau, du. Wenn du dieses Video anschaust, check mein Telonym ab und stell mir eine Frage. Ich meine, klar kann ich es so machen wie bisher, aber das sind halt auch meistens, ehrlich gesagt, nur Bot-Kommentare. Und auch nicht mehr so viele. Das heißt, das nächste Video würde dann erst, keine Ahnung, vielleicht in 10 Jahren rauskommen, gefühlt. Ja. Naja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal.